Von jedem Computer im Netzwerk auf Knopfdruck die volle Leistung eines richtigen Gaming-PCs zu haben, um darauf beispielsweise zu spielen, Videos zu schneiden oder CAD-Modeling zu betreiben? Ich dachte mir, eigentlich recht nett, und habe die Thematik mit der Grid-Server-Grafikkarte, die ich in einem der letzten Videos gezeigt habe, mal etwas weitergeführt und mir das Ding dazu zunutze gemacht, über die eine Grafikkarte drei virtuelle Gaming-PCs laufen zu lassen. Aber wie gut das Ganze in der Praxis funktioniert und über welche Hindernisse ich auf dem Weg dorthin gestolpert bin, erfahrt ihr in diesem Video. Als erstes musste für das Projekt ein neuer Server her, bei welchem ich mich für einen Dell SC8000 entschieden habe, welcher quasi das Äquivalent zu einem R720 ohne Front-Hot-Swap-Base ist. Ein netter Bonus bei dem Server ist, dass dieser gleich mit dem Dell Dual SD-Kartenmodul daherkommt, welches sich perfekt als redundantes Bootmedium für den Hypervisor eignet. Wie auch der R720 verfügt der SC8000 ebenfalls über einen PC Express Powerstecker an jeder Riser-Karte. Was bedeutet, dass ich, wie auch letztes Mal gezeigt, die Grid-Karte ohne zusätzliche Modifikationen in dem Riser betreiben kann. Aus Airflow-Gründen habe ich mich dieses Mal allerdings dafür entschieden, die GPU in der linken Riser-Karte zu installieren. Bei den Prozessoren handelt es sich um zwei Intel Xeon E5 2640, welche standardmäßig in dem SC8000 verbaut sind und für mein Vorhaben soweit auch ausreichen sollten. Bei dem Speicher für die VDiscs der VMs habe ich mich für eine Silicon Power P3460 NVMe SSD entschieden, welche mit rund 2,1 GB pro Sekunde lesend und 1,7 GB pro Sekunde schreibend für die drei Gaming VMs locker ausreicht und mit gerade mal 115 Euro für die 1 TB Variante auch preislich kaum zu toppen ist. Verbaut habe ich die SSD in einer einfachen M2 zu PC Express Adapterkarte, was auch der Grund ist, warum mich das Fehlen der Front-Hot-Swaps nicht sonderlich stört. Wie auch im letzten Video zur Grid-Karte ging es auch dieses Mal mit einer frischen Installation von ESXi los, welche allerdings noch etwas modifiziert werden musste. Denn um diese Consumer-SSDs in den neueren ESXi-Versionen nutzen zu können, muss als erstes SSH auf dem Host aktiviert werden, dann eine Verbindung zu dem Server per FTP-Client hergestellt werden und im Anschluss in dem Bootbank-Ordner der NVMe-Treiber durch den aus einer älteren ESXi 6.5 ISO ersetzt werden. Wurde der Host jetzt neu gestartet, sollte die SSD wie gewohnt aufgelistet werden und kann als Data Store genutzt werden. Aber da hört es mit den guten Nachrichten leider auch schon wieder auf. Denn nachdem ich die VM aus dem letzten Video auf den neuen Host kopiert und gestartet habe, bin ich auf ein Problem gestoßen, an das ich so gar nicht gedacht habe. Die Grid GPU ist zwar als CUDA-Compute-Karte nutzbar, um diese allerdings für Parsec, die Remote Gaming Software, die ich unbedingt für dieses Projekt nutzen möchte, nutzen zu können, muss diese als primäre Display GPU genutzt werden, was bei ESXi standardmäßig nicht der Fall ist. Um genau zu sein, wird die Grid nicht einmal als zweiter Monitor in den Windows-Anzeigeinstellungen angezeigt, was normalerweise kein Problem wäre und mit jeder Desktop-GPU durch einen günstigen HDMI-Dummy-Adapter lösbar wäre. Aber naja, bei der Grid stellt so eine Lösung offensichtlicherweise so seine Probleme dar. Weil, wir erinnern uns, die Karte hat keinerlei physische Grafikausgänge. Auch einiges an Herumprobiererei und Verzweiflung im Livestream später hat an dieser Situation leider nichts geändert. Was bedeutet, ich musste mich nach einer neuen Option umschauen. Was habe ich also als nächstes probiert? Genau, Unraid. USB-Stick erstellt, gestartet, die SSD als Array-Disk hinzugefügt, das Array gestartet und direkt eine neue Windows 10 VM angelegt. Meiner Test-VM habe ich 4 Kerne, 8 GB RAM, 150 GB Speicher und anfangs nur einen normalen VNC-Grafikadapter gegeben. Über die standardmäßige VNC-Konsole habe ich dann Windows wie gewohnt installiert. Anfangs habe ich versucht, der VM zusätzlich zu dem standardmäßigen VNC-Adapter auch noch einen der Grid-GPU-Kerne zu geben, was allerdings zum gleichen Problem wie in ESXi geführt hat. Die GPU lässt sich nicht als primäres Display nutzen, beziehungsweise wird gar nicht als Monitor erkannt. Nach einigem Herumprobieren im Stream habe ich dann aber endlich eine Lösung gefunden. Nachdem man Windows über die VNC-Konsole installiert hat, aktiviert man Windows Remote Desktop und fährt die VM herunter. Dann muss in den Einstellungen der virtuellen Maschine die VNC-Konsole
durch einen der Grid-GPU-Kerne ersetzt werden und nach dem Start der VM eine Remote-Desktop-Sitzung gestartet werden. Über diese Sitzung wird jetzt der im letzten Video gezeigte modifizierte Treiber für die Grid-GPU installiert, wozu natürlich ebenfalls Test-Signing in Windows aktiviert werden muss, um nicht gesignte Treiber auf dem System installieren zu können. Ist der Grafiktreiber installiert, muss ein VNC-Client installiert werden. Ich habe mich hier für TiteVNC entschieden, um sich damit im Anschluss mit dem Server verbinden zu können. Und ob man es glaubt oder nicht, der primäre Desktop wurde dann tatsächlich auf der Grid-GPU gerendert. Ich konnte es an der Stelle kaum selbst glauben. Oh, es funktioniert! Es funktioniert! Wir können Parsec nutzen. Der primäre Bildschirm ist die Grid. Aha! Aha! Gesagt, getan, der erste Test mit Parsec war auch vielversprechend. Der Desktop wurde problemlos gerendert, die Latenz extrem niedrig und die Bildqualität gut. In meinem ersten Video zum Thema Parsec habe ich mich ja ziemlich über die Bildkomprimierung und Artefakte bei Fast-Paced-Spielen wie Shootern beschwert, wurde dieses Mal allerdings nach ein paar Einstellungen in Parsec positiv überrascht. Oh what? Es ist actually spielbar. Es ist actually richtig gut spielbar. Das ist die perfekte LAN-Party-Maschine der Server. Es ist einfach flüssig. Und die Latenz ist voll okay. Holy fucking shit. Es läuft actually richtig flüssig. Und vor allem die Build-Compression schaut richtig nice aus. Ich weiß, ihr seht es im Stream genau null. Aber wenn du irgendeinen Casual Gamer hast, der wird da keinen Unterschied zu einer lokalen Maschine erkennen, so gut ist die Komprimierung. Holy! Nachdem der erste Test geschafft war, ging es nunmehr daran, die VMs in Unraid noch zweimal zu duplizieren und dann konnte es auch schon richtig losgehen. Bei den Parsec Clients ist die Hardware eigentlich recht egal, egal ob WinClient, Office Notebook oder ähnliches, solange es auf dem Leistungsniveau von einem Raspberry Pi ist, sollte alles problemlos laufen. Um keine Leistung zu verlieren, habe ich übrigens zum Aufnehmen der Ingame-Clips für dieses Video meinen Atomos Recorder bei HDMI an mein Notebook angeschlossen und den Laptop-Monitor dann darauf dupliziert. Spiele wie CSGO laufen auf dem Parsec-Server ohne Probleme mit durchgängigen 60 FPS. Und auch die Bildkomprimierung sowie Latenz ist absolut vertretbar. Dazu zu sagen ist auch, dass das Notebook über WLAN mit dem Netzwerk verbunden war, was auch noch etwas Latenz obendrauf setzt. Als 2D-Spiel habe ich auch dieses Mal wieder Brawlhalla hergenommen, was für den Server aber absolut kein Problem darstellt und sich spätestens, wenn man einen Controller nutzt, genauso spielt, als würde man direkt vor dem PC sitzen, auf dem das Spiel läuft. Um den Server jetzt aber nochmal ordentlich zum Schwitzen zu bekommen, habe ich alle 3 der VMs mit einer LAN-Version von Call of Duty Modern Warfare 2 versorgt und eine kleine LAN-Party getestet, wobei die erste VM sogar zusätzlich noch als Gamehost dient. Abgesehen davon, dass ich mal wieder feststellen musste, wie viel Spaß so ein LAN-Game doch macht, war ich auch von der Performance positiv überrascht. Der einzige Fall, bei dem man die Latenz doch durchaus merkt, ist bei schnellem Umdrehen. Aber ansonsten, top. Während dieser Session lief die Grafikkarte auf ungefähr 50% Auslastung bei angenehmen 43 Grad Celsius und die CPU so ziemlich auf Anschlag. Würde ich so ein Projekt also nochmal von vorne starten, wären stärkere CPUs auf alle Fälle eine Überlegung wert. Lediglich der Geräuschpegel von dem Server war nicht allzu angenehm. Denn da die Grafikkarte selbst keinerlei Lüfter an Bord hat, hatte ich die Gehäuselüfter von dem Server auf 100% laufen. Aber das war's auch schon von diesem Video. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen, lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen oder weitergeholfen hat. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und bis zum nächsten Video. Servus!